Ey, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, kein Problem, denn wir sind nicht vorangekommen. Nichts, gar nichts. Aber... Oh, aber zum Glück haben wir es rechtzeitig geschafft. Wir waren jetzt ja... Morgens. Ich habe echt Angst, dass mein Hass auf dieses Spiel und auf diesen Boss langsam auf dich überwandert. Dass ich dir nicht mehr in die Augen schauen kann und wir nicht mehr irgendwie am Wochenende Tennis spielen können und unsere legendären Picknicks machen können. Absolut. Weil ich dich so sehr hasse, weil ich dein Gesicht einfach, diese Kontur, es liegt ja nur an der Kontur. Wenn du dein Gesicht änderst, ist ja, es liegt ja nicht an dir. Ja, ich arbeite dran. Ich habe einen Termin schon bereits. Ich habe einen Termin zum Lippen aufspritzen und ich habe noch einen Termin zum Falten, Glatt, Botox. Ich mach das ja alles für dich. Du kommst ja auch mit und gibst dem Arzt, wenn ich in Narkose liege, kannst du ja auch noch Anweisungen geben. Ah, nee, bitte ein Stück. Nehmen Sie ein Stück nochmal ab, bitte. Also, wir spielen Dark Souls 3. Das ist ein Videospiel, das spielt man normalerweise, um ja, Zeit totzuschlagen, Spaß zu haben. Wir spielen es aus einfach einem Selbstfolter-Experiment und wir hängen an dem Boss Lorian. Der Weg dahin ist auch einfach so hasserfüllt für mich mittlerweile. Warum muss denn dieser Weg sein? Wir spielen doch auf PC. Kann man da nicht jetzt irgendwie noch ein Bonfire per Mod reinsetzen, was direkt vor dem Boss raus? Wir sollten das eigentlich generell modden einfach. Das sollte wirklich komplett gemoddet werden. Ja, also ich wollte eben einen Gag machen, aber das habe ich nicht geschafft. Deswegen sagen wir jetzt ganz ehrlich, Leute, für uns ist das nicht eine neue Woche. Für uns ist das exakt da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich wollte auch gerade einen Gag machen, Simpsons-Gag. Oh ja, welchen? Boah, das ist schwer. Da gibt's ja diesen Klassiker. Der Klassiker ist, ich möchte... Ich habe 3 Kinder und 0 Geld. Ich hätte gerne... Ja, ja, ja. Wieso habe ich nicht 3 Geld und 0 Kinder? Das ist ja der alte Klassiker. Dann gibt's auf zum Atem. Nee, ich dachte eher sowas wie, ich krieg's nicht hin. Wenn Flanders seine, dass er vielleicht, weil Flanders würde vielleicht Dark Souls so verändern, dass seine Frau wieder leben würde. Und das Ganze hieße dann Mod Flanders. Sowas, ne? Ja, aber das, zu viele Umwege. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber der, wenn es irgendeinen fiktiven Charakter gäbe, den ich gerne mal Dark Souls spielen sehen würde, wäre das wirklich Flanders. Ja, auf jeden Fall. Weil der halt diese Ruhe hat, aber man weiß, Ruhe ist nur ein Korsett, hinter dem lauert wirklich Wahnsinn. Das wäre interessant zu sehen. Ist auch wirklich so, mein Gehirn versucht zu flüchten. Wenn ich in diesem Kampf bin, ich will mich mit allen Dingen beschäftigen. Ich denke mir so, ein Scheiß, das ist ein Geross, oder? Kann man mal wieder die Karten rausholen? Weil ich will alles denken. Ja, nur nicht diesen Typen an diesem Kampf. Ja. Stopp! Jetzt kaputt! Weißt du was? Jetzt kriegst du ihn. Egal, super, war super, super, reingekommen. Super. Nein, Arschbombe! Ihr wollt mich doch verhohnen, da ist doch eine Verhohnepiepelung im Gange, liebe Leute. Weg, du lebst! Alles gut, du bist super. Jetzt kommt ein fieser Attack. Ja, Alter. Das ist super. Mach einfach so weiter. Nein, das gab's noch nie in der Geschichte von Dark Souls 1 bis 3. Das gab's noch nie. Lass mich in Ruhe! Jetzt ganz ruhig. Nein! Nein! Mann, der darf man auch nicht nach hinten rollen. Ich bin so ein Kasper auch. Ja, vergiss es.
noch alles drin, alles ist noch im Lot. Quatsch, auch man nicht anvisieren kann, ey. Super, 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 mega! Achtung! Ah, ja! Ein Schlag noch! Yes! Achso, regenerieren! Es wird noch eine zweite Phase geben, leider. Was? Nein! Nein, Mann, ich klemm fest in dem Quatsch! Mann, ich klemm fest! Ey, das war das. Pack, aber ey, ich bin froh, das war mein bester Try für mich. Das war mein bester Try. Und das ist alles machbar, ist alles machbar! Okay, come on jetzt, komm, ey, das ist jetzt, wir machen jetzt nicht noch eine ganze fucking Folge an dem Typen. Nein, machen wir jetzt. Wir machen ihn jetzt in zwei, drei guten Tries knallhart konzentriert kaputt. Aber es ist, das Problem ist an dem Boss, es ist ja alles machbar. Alles ist machbar. Es ist ja alles machbar. Alles. Wir haben, jeder von uns hat ja jede Mechanik schon mal hingekriegt. Tausendmal schon. So, und das ist ja, man muss es einfach nur aneinander ketten. Das ist immer das Problem, das haben viele, auch Massenmörder, mit dem Aneinanderketten. Das ist immer dasselbe Problem. Ja. Wie kette ich die Leute jetzt aneinander? Weißt du, das ist wie wenn du so eine Flasche einmal in der Luft drehst und wieder aufhängst. Das ist super leicht. Ja. Aber mach das tausendmal am Stück. Das ist es. Das wird dir einmal runterfallen. Egal wie leicht das die Aufgabe ist, wenn du sie häufig genug machst, wirst du irgendwann scheitern. Eben. Aber bedeutet das auch, wenn man es häufig genug macht, dass man es irgendwann schafft? Gibt das da auch ein physikalisches Problem? Ja, klar, natürlich. Klar. Ich erinnere mich an zwei Bosse, die ich damals nur geschafft habe, weil ich Glück hatte. Weil einfach die zentrale Mechanik schlicht nicht vorkam. Und das ist ja auch die Regel. So, manchmal kommen halt die fiesen Sachen. Mhm. Ja. Und Glück spielt ja auch mal damit. Ne? Manchmal drückt man halt einfach auf gut Glück den Knopf. Sowas zum Beispiel. Und dann rollt er sich da rum wie so ein Igel und dann passt das schon. Mhm. Das fände ich gut, so eine Igelrüstung, die Schaden macht, wenn man rollt über den Gegner. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Aha, von wegen. Ja, da habe ich ihn angewählt. Durch diese Heilungsfalle, ne? Okay, jetzt habe ich mich nicht entscheiden können, ob ich mich heile. Was ist passiert? Das ist eine schlechte Runde, aber ich war jetzt auch eine Woche raus. Ja, ja, klar, der hast du auch viele andere Spiele gezockt. Viele Ego-Shooter, Strategiespiele, Stratego. Hauptsache, ist egal wie. Das ist wie Abitur, so Hauptsache du kommst durch. Ja, nach dem NC fuckt kein Mensch. Ehrlich gesagt schon. Das ist echt ein Beispiel. Oh nein, das ist neu.
du Schweinehund ins Gesicht. Naja, das müssen wir uns merken. In Phase 2 schlägt er nach dem direkt nochmal zu. Phase 1 nicht. Weggefegt. Nice. Easy. Oh, zum Glück, ey. Nicht nochmal eine komplette Folge an dem Drangang. Easy. Puh. So easy einfach. Das war gelogen, es war schwierig. Das war richtig gut. Richtig gut, Nils. Super gemacht. Gut. Super gemacht. Und noch zwei Flakons. Ja, selbst, guck mal, selbst eine holprige erste Phase, wenn in der zweiten alles steht, dann passt's. Ja. So, jetzt schauen wir uns das mal in Ruhe an. Erstmal ist das ja ein gigantisches Bett, siehst du das? Brüderthron, ja. Und weißt du, was ich glaube? Mein Gefühl ist, dass der jüngere Sohn, der war ja kränklich offensichtlich. Ja. Und deswegen hat er diesen Thron als Bett, siehst du das? Die waren beide kränklich, glaube ich, ne? Ja, auf eine andere Art und Weise, das stimmt. Der konnte ja nur kriechen. Aber, also lagen die da beide zusammen in ihrer Kränklichkeit und haben einen Kränklichkeitsthron als Bett? Oder kann gut sein, ja, das ist so, ja, Krankenbett als Daueraufenthalt. Das sieht mir aber auch wieder nach einem Gesten-Eldorado aus, oder? Ja, aber, ja. Kannst du da mal einmal dagegen rollen hier unten? Wo? Da, an, wenn der Teppich, da wo der die Wand hinterm Teppich, direkt die da vorne, die, links. Links, da? Ach, hier. Du meinst den Fußteppich, ich dachte, du meinst da diesen Teppich, der da runterhängt, okay. Eines Tages, ist das Papier am Boden oder Schimmel oder was, oder Pflanzen? Oder Federn. Fische? Federn? Ja, Fische oder Federn, ja. Von der Matratze, vielleicht haben die schon mal eine Matratze oder eine riesige Kissenschlacht. Ja, die haben eine Kissenschlacht gemacht. Wann hast du das letzte Mal so eine richtige Kissenschlacht gemacht? Ja, dadurch, dass ich ja einen Sohn habe, ist das nicht so lange her. Können wir das nicht mal machen, die Rocket Beans TV Kissenschlacht? Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Wenn man das aber, man müsste das irgendwie auch verbinden mit Da gibt es aber Regeln. Ich glaube, in Japan ist das recht populär. Da gibt es Regeln, da gibt es dann einer mit so einer Bettdecke, der ist so eine Art Torwart. Mhm. Und die anderen müssen irgendwie schaffen, einen bestimmten zu treffen. Das ist der König oder so. Ja. Und den müssen sie erwischen mit dem Kissen und dann die anderen müssen dann in so einem Team spielen. Irgendwie sowas in der Richtung. Oh, ich bin immer noch glücklich, dass wir es geschafft haben. Ey, du hast das mich richtig gut gemacht. Diese Pause hat echt gut getan. Ja, die hat richtig gut getan. Ja. Oh, ich bin wirklich glücklich. Manchmal denkt man sich ja, hätte ich gerne gekriegt den Boss, aber da war es mir scheißegal. Ja. Hauptsache, wir haben dieses ekelhafte Ding endlich hinter uns. Geht mir auch so. Welcome home, speak. Very well. Then take Nar. Oh, das ist eine richtige Befreiung einfach nur. Machen wir jetzt mal Geschicklichkeit 40 voll einfach, damit wir das abgehakt haben. Mhm. Dann ist das durch. Keine Diskussion, okay, machen wir so. Und danach gehen wir noch auf Vitalität und Kondition. Vielleicht ein bisschen Belastbarkeit. Passt auch super. Mit 1108 Seelen. Jetzt haben wir vielleicht nichts mehr für die Asche, für die Superseele. Die. Ach stimmt, wir können uns mal. Ja, so, wir können uns ja mit Checks, aber du hast völlig recht. Wir können einmal kurz gucken, was wir überhaupt für diese Asche da kriegen können. Aha, that returned. And a fine day it is. So. Wir können wirklich die letzte Folge einfach rausschneiden. Ja, es würde einfach. Ja, wir haben die Folge davor ist am Pub einmal probiert und jetzt auch nochmal probiert. Es würde niemand merken, wenn das fehlt. Ich glaube, man würde auch nicht denken, ach krass, haben die es schnell geschafft, sondern es ist eine normale Länge eigentlich. Absolut richtig, ja. So, was haben wir? Lorians Großschwert. Auch wieder ein Stärkeschwert. Lorians Flamme. Ah, der Flammenangriff hat man dann. Mhm. Okay, das ist das. Aber das war's? Oder nee, warte, das kann sein, dass wir nicht genug Kohle haben oder was? Warte mal. Da. Ah, das ist ein Faith.
Hey, ganz ehrlich, du wirst ja richtig benachteiligt als Geschicklichkeitsspieler. Ja, nicht mal diese Tänzerin hatte was, weil die ist ja eigentlich auch eher so wendig, aber die hatte auch irgendwas, ja, Zauberschwert, so ein Zauberschwert. Das hier, ne? Aber da ist halt auch, da brauchst du halt immerhin 9, das wäre ein Level, da könnten wir reinkommen, aber die Skalierung wäre trotzdem, würde uns abhanden kommen und das wäre ein Doppelmagieschwert und ja, ey, ich fühle mich wirklich, also als Stärke und als Magier hast du ja richtig viel zur Auswahl. Als Geschicklichkeitsspieler bist du eigentlich, finde ich jetzt frech. Also zumindest was die Bosswaffen angeht. Also wir könnten, wir haben noch der zwei Seelen, die der Tänzerin hier und den Lorian. Lass uns sie beide verkaufen. Okay. Bringt doch nix. Bringt doch nix. Ah, Kondition ist schon echt wichtig, ne? Da gab es einige Momente in dem Bosskampf, wo es auch echt arg wurde. Was machen wir nicht? Wir behandeln die nicht unhöflich. Und Fürstenasche haben wir bekommen. Die geben wir bei der ab, damit wir mehr Auswahl haben bei der Händlerin, ne? Ich glaube. Oder was ist da die Idee nochmal? Nee. Also eigentlich müssen wir ja... Wir müssen bei dem Typen da... Warte mal. Ich dachte eigentlich, wir müssen bei... Oder ist das hier? Nicht, oder? Aber wir müssen nämlich die Bosse, die wir besiegen, das hatte ich nämlich auch irgendwo in den Comments nochmal gelesen, die Bosse, die wir besiegen, die auf den Thron kommen, also von diesen großen Thronleuten, die müssen wir irgendwie, glaube ich, dem da geben und dann kommen die hier auf den Thron. Aber wir haben, meine ich ja, erst, guck mal, da sitzt ja einer und da sitzt der Typ, also die beiden haben wir. Die Frage ist, haben wir erst zwei von den großen Bossen? Oder was machen wir mit den Seelen? Oder sitzt hier schon einer zum Beispiel? Nee, oder? Fürs Asche darbieten! Das ist doch gut. Und da wächst er raus, oder was, der Lorian? Guck mal, dieser Hut, das war der... War das der gegen sich selbst gekämpft hat? Ja, ne? Nee, das waren diese unendlich vielen. Ja, genau, der immer gegen zwei von sich gekämpft hat. Stimmt. Aber dann haben wir ja noch mehr Fürstenasche. Geh mal zu dem anderen. Ja, guck mal. Okay. Haben wir ja alles schon. Und das ist der Knochenkönig. Das ist der Knochenkönig. Okay. Ich hab gedacht, wir müssen die irgendwie diesem Typ wiedergeben. Und das fehlt uns jetzt noch. Und dann, jetzt haben wir den Hauptton auch. Warte mal, jetzt haben wir alle. Eins. Das heißt, wir sind durch? Wir haben's? Nee, warte mal. Eins, zwei. Den oben Mitte. Oben Mitte fehlt noch. Klopf, 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 klopf. Tatsächlich. Alter Schwede. War das? Ist das der? Ja, und jetzt? Ich glaube auch nicht mal. Ah, well met. All is as planned, is it not? Five lords for five thrones. Glory be, my lord slaying champion. It is all thy doing. The stage is set for me to play my part as lord. Go, speak with the Firekeeper. Okay. Wandlung. Do not be away over long. Du, jetzt steht sie schon da. Ey, das kann halt sein, dass das, Spiel jetzt zu Ende ist. Ernsthaft? Weil wir die alle Fürsten umgetragen haben, ohne es zu wissen die ganze Zeit. Aber haben wir nicht den einen eben gerade gemacht, der da oben war? Ich weiß nicht mehr, ob der so aussah, aber der sah eher so aus wie ein anderer, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Sprich sie mal an. Knien. Reden oder knien? Erstmal reden, dann knien, oder? Das ist die normale Reihenfolge. Aber ich frage mich halt, wir haben halt echt noch so auch offene Gebiete, ne? Wir haben ja noch diese Sumpfgebiete. Ja, aber der wird ja nicht einfach deinstalliert, das können wir immer noch machen. Wir müssen Add-on und so. The five lords.
sit their 5 thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as the true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen One, may I pose thee a question? Klar, komm. Has the little Lord Ludlath spoken to thee of any curious matters? I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious, almost terrible, now lost to the firekeepers. Pray tell. Is it a matter of which I should be apprised? Ashen One, may I pose? Has the little Lord Ludlath spoken to thee of a sense that he possessed of a thing? Ja, aber ich kann ja nicht. Können wir erstmal knien, bitte? Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Tu es. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ofen der ersten Flamme? Jetzt ist alles leer. Das ist derselbe Ort. Haben wir eine Fackel? Nee. Ist die Fackel da? Ja, das ist... Das können wir doch. Alle weg? Wo ist der Schmiedmann? Ist das alles eingestürzt? Das ist alles eingestürzt, guck mal. Ja, einiges war ja schon eingestürzt, aber jetzt ist echt alles eingestürzt. Da geht's raus, guck mal. Kann man jetzt nicht mehr leveln?
Aber es ist ein anderer Ort, oder? Da stand doch jetzt gerade flammenloser Schrein. Das ist was anderes als Feuerbrandschrein. Du hast recht, das ist was ganz anderes. Ja, okay, aber dann. Du hast recht, dann gehen wir mal hier aus dem. Raus. Wo war die Öffnung? Das ist so ein anderer Schrein. Vielleicht gibt es mehrere davon. Da ist die. War da die Öffnung? Ja. Ja, mein Lieber, dann übergebe ich dir das mal. Und okay. Gehen wir da raus und gucken mal, was jetzt hier Phase ist. Oh, ein Leuchtfeuer, das ist nett. Oh, alles ist komplett twisted. Guck es dir an. Guck, was ist da passiert? Es ist so ein bisschen, Wow. Sich alles verknotet. Hier ist dieser Film mit Leonardo DiCaprio. Inception. Inception. Okay, das funktioniert auch anders. Ofen der ersten Flamme. Krass. Das ist echt alles verknotet jetzt. Ja. Zwei Bonfire. So nah beieinander. Das ist wirklich alles verknotet. Zum Trümmerhaufen. Trümmerhaufen. Das war das Trümmerhaufen, das, wo wir gerade herkamen? Ja, wahrscheinlich, ja. Dieser zweite Schrein, liebevoll auch Trümmerhaufen genannt. Sympathisch, dass wir mit unserem dicken Bierbauch irgendwie. Okay. Es hat ein bisschen Endboss-Vibes gerade. Endboss! Einfach um es mal. Den Endboss. Seele der Asche. Ist es der Endboss? Ich würde das nicht ausschließen. Okay. Der sieht hart aus. Und wütend. Ja, dann mache ich kurz. Oh, du lebst noch? Du, wir haben Geschicklichkeit 40, mein Freund! Oh, Alter, mach ich viel Damage hier? Er macht richtig Schaden. Stark. Super, nicht in die Heilungsfalle getappt. Ah, Verzögerung ist dein Name, oder was? Oh nein, was macht er? Oh, Homing. Kannst dich mal wieder heilen irgendwann, ne? Ja. Ey, der macht genau das wie die eben auch. Ein Sonnenstrahl und ein Homingstrahl. Der kann das gleiche wie der junge Prinz. Oder was sind das? Ja, ist exakt das wie eben. Das ist nicht ungerecht. Boah, stark. Er beherrscht alle Elemente. Ja, wirklich so. Okay, aber das Heiligding ist nur Nahkampf. Was macht er jetzt? Irgendwas heilt sich? Hat er sich geheilt? Ich hab's nicht genau gesehen, ich glaube ja. Was hat er jetzt für ein Element Blitz? Nee. Feuer. Oh, das ist gemein. Jetzt aber ein bisschen poserig, mein Freund. Das kann man völlig. Das war jetzt nicht nötig. Das explodiert er einfach, das ist gemein. Ändert er wieder. Oh, jetzt ist er Gift? Oder was ist das? Igidigit, Gift ist unangenehm. Okay, also das ist schon eine.
Da kann man nicht viel dagegen machen. Ja, du bist ein cooler Typ. Richtig cool gemacht. Toller Capoeira, geil. Ich liebe die Fair. Zögerung! Stark. Oh nein. Ja, wieder. Stark. Yes. Yes, gib ihm. Er ist gestunt. Gib ihm. Denk ans Heilen. Wie denn? Blut. Ne, hast du schon? Scheiße. Nee, hab ich noch nicht gleich. Aber wir haben Blut noch, deswegen darfst du es nicht. Ach so. Wir sind auch geblutet, weil wir eben gewonnen hatten. Keine Angst, Nils, alles gut. Okay. Da musst du weg. Bei dem Halt-Ding musst du ey, weg. Du hast das so gut gemacht. First try. Oh, das ist. Da ist eine Menge drin. Das ist eine Wunderpackung. Das ist eine Wundertüte. Der hat alles, ne? Der hat alles. Außer uns. Aber der sieht mir ein bisschen aus wie der End-End-Boss. Wie heißt der? Frank. Frank Schneider. Ja, der ist aber der beherrscht alles. Aber ich habe das Gefühl, der hat so viele Fähigkeiten, da muss man einfach reagieren, oder? Oder muss man das jetzt, soll ich den Block rausholen? Soll ich den Block rausholen und das alles aufschreiben? Heiligangriff, nicht nah dran stehen. Poison Cloud, weglaufen. Was hat der denn überhaupt? Also der hat... Naja, das ist ein Feuertyp. It's a Flame Guy. It's a Flame Guy. Wenn wir jetzt so ein Wasserschwert haben könnten, irgendwie so eine Wasserspritzpistole oder sowas, das würde helfen. Oder wenn wir uns ganz weit wegstehen und mit dem Bogen drauf schießen? Ey, das ist vielleicht eine Idee, oder? Florentin, ich muss dir echt sagen, das nervt mich schon die ganze Zeit, dass du ständig da mit deinem Bogen rumschießen willst. Nein, aber das ist doch gut, wenn wir uns einfach in so eine Steinecke klemmen, wo er nicht ran kann an uns, weil das Spiel so ein bisschen glitscht. Und dann schießen wir nur mit dem Pfeil drauf. Das wäre doch cool. Das wäre echt. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, ey, weißt du, soll ich dir mal was sagen? Weißt du, wie geil das ist? Ohne jetzt nicht auf das eingehen zu wollen. Ich nehme das ernst, was du sagst. Aber das Gefühl, dass wir jetzt einfach direkt vor dem Boss, vor der Bosswand stehen. Das ist so geil. Das ist schon gut, krass. Dass wir nicht jedes Mal diesen Weg laufen. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ist einfach das allein. Und es ist eine schöne Umgebung so. Es ist irgendwie das Alte, aber nochmal neu durchgeknetet so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gut. Aber der hat hundertprozentig mehrere Phasen. Das kann es doch nicht gewesen sein. Aber es ist oft so, dass wenn man unbedarft reingeht, dann klappt es ganz gut. Und dann, wenn man schon Angst hat vor Fähigkeiten und so, dann tut man sich schwer. Okay. Ja, wieder nach hinten weggerollt. Dieser Typ, ich wusste, dass ich es falsch mache und ich habe es trotzdem gemacht. Ich wusste. Nee, du darfst es nicht falsch machen, Nils. Das ist das Ding bei dem Boss. Das ist das Geheimnis bei dem Boss. Du darfst es nicht falsch machen. Wenn du es nie falsch machst, ist der super leicht. Aber das ist halt echt das Ding. Okay, ich gebe mir Mühe, nie wieder was falsch zu machen. Ja, das war jetzt dumm. Aber du machst ihn jetzt. Das war super, wie du gespielt hast. Vielleicht auch mit Schild? Ich find's psychologisch auch echt schwierig, finde ich, wenn du diesen einen fiesen Bosskampf... Nee, du bist jetzt erstmal fein raus. Nein, das ist wirklich so. Jetzt direkt im nächsten. Das ist halt so mental, ist es halt auch echt anspruchsvoll. Stark einfach. Stark. Stark. Dein Gierschlund! Gierhals! Oh, hast du gestaggert? Ja. Ja. Oh, starke Leistung einfach. Cool Typ. Nein.
Er heilt sich, oder? Nee, was macht er? Er wirft. Er hat irgendwas Mieses an sich. Ich drei Rollen angesehen. So, das ist Langschwert. Ja, ja. Ganze. Nein, ah, ja, nein. Da muss man wegrollen. Bei der Heiligattacke, da muss man wegrollen. Da muss man wegrollen. Nein. Du hast noch 4 Flasks, alles gut. Ja, okay, die Lanzenphase, das ist schon... Heilt leider. Wirklich? Achte mal auf seinen Lebensbalkon. Auf den Balkon seines Lebens. Ja. Das ist stark, was du da machst. Mir weh zu tun. Aber du machst das echt gut. Wirklich. Das ist so, als wenn du alles, was du gelernt hättest, jetzt zur Anwendung bringst. Klasse, wirklich. Oh, das ist schön. Ich will ja hauptsächlich dich stolz machen. Und das hast du geschafft. Ja, also mach doch, dann wenn besieg ihn doch. Wenn du noch den noch platt machst, dann hast du es wirklich geschafft. Ey, das ist aber eine Sache, die ich in dem Spiel nie gecheckt habe, ist Parry. Dieses, so, dass man so richtig Timing wegblockt. Das, glaube ich, war meine erste Aktion im Spiel, den zu parryen und danach nie wieder. Ja, einfach. Haben wir nicht genommen, ne? Das hast du mir nie wirklich nahegebracht. Nee, das stimmt wirklich nicht. Ich kann kaum glauben, wenn wir den haben, dass es dann vorbei ist, ey. Kriegen wir das heute noch hin? Wir haben 50 Minuten Zeit. Das, also, das schaffen wir doch. Ach man, ich bin einfach jetzt schon gar nicht mehr richtig mental bei der Sache. Doch, der lässt dir super viel Zeit zwischendurch. Das ist echt kein Problem. Jetzt die Lanzenphase, das ist gemein. Okay. Nee, es ist nicht doch nicht Lanzenphase. Guck mal, die Phase wurde bei mir gerade übersprungen irgendwie. Genau. Total fies, dass der sich so viele Freunde holen darf, während ich hier keine habe. Hab ich gut gedacht, shit. Können wir jetzt einmal kurz. Können wir uns auf einiges jetzt mal feiern? Das mit hauen. Mein Langschwert. Ah! Oh nein, das ging schnell. Das ist einfach doch. Weil er eine lange Lanze, aber gleichzeitig diesen heiligen Noah-Angriff, wo er dich wegzwingt. Das ist halt auch so schnell, ne? Okay. Jetzt kommt wieder hinterher. Schwein. Machen wir mal einen Sack. Was willst du jetzt? Was kommt die wieder, ey?
es ist gemein, einfach nur. Alter. Okay. Mhm. Nein, das kannst du nicht alles machen, ey. Das. Arschlochgesicht. Na gut. Das war's denn jetzt auch. Ich wollte nur einen geben. Einen wollte ich ihm noch geben! Super try. Super try. Ein Drittel. Also in der Lanzenphase, immer wenn er ausholt, dann verzögert er stark. Mhm. Aber wenn er sticht, geht's schnell. Also stechen schnell, schlagen langsam. Ja. Und aber ansonsten halt keine Chance. Ja, die schlimmste Phase ist, wenn er diese Nöpsis hier oben auf dem Kopf hat. Das nervt. Was wir natürlich auch mal machen könnten, rein. Entschuldigen Sie, ich versuche mein Bein. Ist auch das Schild nutzen. Achso. Marco anruft immer. Aber das Schild, wenn er diese blauen macht. Und die müssen ja Magic sein. Wenn wir ein Magic absorbierendes Schild dafür nutzen, könnte das vielleicht auch easy sein. Immer Heilfalle, immer Heilfalle. Ja, wenn man nicht reinkommt, kann man nicht rein. Was soll man machen? Kann man nichts machen. Oh, was war das noch? Der hat es noch mal einen mitgegeben, einfach. Und die Leiche gestellt. Die kriegen auch immer einmal alle Statuseffekte immer, wenn wir respawnen. Ne? Einfach so, nimm ein bisschen Gift mit. Vielleicht ist es aus der Geisterwelt. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Wir haben auch einiges noch nicht, ne? Also wir haben diese Sumpfwelt nicht, wir haben ja diese Schneewelt noch, die ja dann Add-on sein sollte. Dann haben wir noch überhaupt keinen Stein bekommen, der unser Schwert auf plus 10 bekommt. Man sollte ja meinen. Knödel, ne? Ja, man sollte ja meinen, wenn man jetzt schon am Endboss ist. Adamantitknödel. Dass man dann diesen Adamantitknödel irgendwie kriegt. Oh, der ist dann doch zu schnell, ne? Bin ich an derselben Stelle, nur mit einer Flask weniger. Weg. Ah! So, ja, nach hinten wegrollt wie immer, Nils. Mach's doch. Einfach jedes Mal. Das gleiche. Falsch. Weißt du was? Ja, egal. Lauf einfach nicht rum. Na, natürlich. Okay. Ein bisschen demütigend, ehrlich gesagt. Okay. Ah, okay. Das ist aber der prophezeit sich sehr lange an. Ja. Du bist jetzt in der Feuerphase. Du kriegst keine neuen mehr. So, jetzt hast du nur einen. Oh, jetzt holt er sich einfach neue oder was? Nee, jetzt holt er die Giftwolke. Da können wir mal schnell raus. Aber der ist dann doch schneller, als man denkt. Ne? Ja, die Lanzenphase ist vom Timing echt kritisch. Und nach hinten weggerollt, wie immer, der dumme Nils-Fehler. Ups, Sam. Ja, auch das ist der alte Fehler. Das ist
so traurig, wenn man in der Animation ist und weiß, okay, das wird nix. Mhm. Was hat er jetzt? Hast du drauf geachtet? Nee, hat sich nicht geheilt, glaube ich. Der Kryptgelb, der bufft sich nur irgendwie. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen. Ja, natürlich darfst du das. Klar, machst du einfach mal. Nein, ja. Unnötige Verschwendung von Heilsäure. Das ist doch, jetzt hat er wieder solche Euter da oben. Okay. Der will auch gar nicht in den Nahkampf. Das tut ihm ganz gut. Oh wow. Schön ausgenutzt. Die Geschwindigkeit am Ende dann doch noch wieder, ey. Oh nein, das ist gemein einfach. Never! Ich bin weggerollt! Boah, aber mega, das war so gemein! Mega guter Try, Alter. Mega guter Try. Ja, aber das ist unfair. Richtig, 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 richtig stark. Der ist locker machbar. Locker ja, machbar. Ja, ist er auch. Aber das. Ah! Mega gut. Das ist natürlich nie unfair. Aber das war knapp. Es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen Restwut vom letzten Fight einfach in. Und ist das gut oder hält nee, dich das zurück? Nee, das ist eigentlich nicht gut. Es ist besser, wenn man locker ist. Siehst du ja, Wut hilft nicht. Aber du machst den jetzt. Das ist eigentlich auch eine Scheißaussage, oder? Wenn man jemandem sagt, du machst das jetzt. Ja, ja. Man will einem Mut zusprechen, ja. Aber man setzt einen auch ein bisschen. Kann nicht viel machen in der Situation. Ja, das ist einfach. Okay, gut. Ach so, der dreht sich nochmal um. Stark. Nein, doch nicht. Es kommt manchmal etwas zynisch rüber. Das ist aber nicht gemeint. Er dreht sich. Starke Leistung. Ja, geil. Aber das ist gut, was du machst. So an dem Leistung. Ja, Mann, dann verschwindet er die alle auf einmal. Das ist richtig. Weg. Ja, super verzögert, stechen ist schnell. Fuck. Blast, komm. Das war einfach, dass er dich erwischt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stark, stark.
gib ab. Der Flask ist alles gut. Yes, gib ihm noch ein! Gib ihm! Yes! Ha, ja, Mann! Das war's! Da kommt noch was! Da kommt noch mehr! Nein, das ist es nicht. Ich hatte so ein Gefühl, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Okay, das wird eine längere Nummer, glaube ich, mein lieber Nils. Ey, das frustriert mich gerade immens, dass der Typ so eine, auch einfach völlig unspektakulär. Also der einfach sagt, oh nee, noch mal. Nochmal. Einen noch. Nö, mach ich nochmal. Der hat ja eh schon alle Elemente. Ja. Warum muss es da jetzt eine zweite Phase geben? Wer weiß, wie viele Phasen es gibt? 5 vielleicht? 9? Tja. Ja, ich würde sagen, falls ihr nichts mehr vorhabt, wir haben auch nichts vor. Das wird noch eine Weile dauern. Ich habe dir schon kurz rausgehört, so, ach was, Spiel schon vorbei? Ach Mensch, so, nee, wir sitzen hier noch 6 Folgen lang. Ey, das ist gerade wirklich, du hast das so, so gut gemacht. Und ich dachte, okay, geil. Und jetzt original noch eine zweite Phase, die ist ja noch stärker als die erste. Die wirkt ja recht stark, ja. Und dann hast du ja, recht stark. Wir haben ja irgendwie, wir waren ja, das heißt, du musst ja auch die meisten Flasks dann irgendwie für. Ja. Was ist ein Upturn gerade? Ey, wir müssen jetzt wirklich jede Phase analysieren, richtige Strategien finden und gut durchballern. Und dann kommen wir da mit 2-3 Flasks durch Phase 1 und dann gehen wir halt gnadenlos in Phase 2 drauf. Ist auch okay. Ist doch auch okay. Also 2 so krasse Bossfights nacheinander, es ist schon wirklich, also mental. Na gut. Es gibt ja kurze Stellen der Freude auch manchmal zwischendrin. So. Das sind so kleine Oasen, wo man sich dann auch wirklich da satt trinken muss, dass man auch wirklich dann noch weitermachen kann. Ja, macht die Bäume kaputt. Kein Ausdauer mehr. Mann, ey. Diese Nazi-Phase, ey, die finde ich echt schwer als Magie-Phase. Das war hart gemein.
ich eigentlich den dritten nicht mehr machen. Oh. Da drücke ich auf Heilung. Da drücke ich auf den Heilungsknopf in der Situation. Was fällt mir denn eigentlich ein? Warum mache ich das denn? Das ist doch... Aber kostet Heilung Ausdauer auch oder kann man das immer machen? Nee, das kann man immer machen, aber das, also in der Situation, wo der mir gegenübersteht, ja, ja. Habe ich jetzt ein. Kramst du das Lösungsbuch raus? Du hast ein Lösungsbuch in deiner Jacke immer dabei? Ich guck mal, ob wir da drüben in der Küche noch Schokoriegel haben. Ich brauch Zucker. Dann lass ihn mich jetzt kurz machen, dann kann er danach nochmal alleine machen. Volle Konzentration. Zip! Heap, zap, heap, zip, tot, zap. So gemein. Das ist gemein, ja. Es ist eine gemeine Angelegenheit. Willst du auch Zucker? Zuckerturm. Ich wollte ihn jetzt nicht machen, während du nicht da bist, deswegen. Ich war ja da. Das stimmt. Die Wut. Aber du darfst jetzt nicht wütend, also du darfst jetzt wirklich noch nicht wütend sein. Nee. Weil das ist wirklich noch eine lange Nummer. Ich meine. Du bist gerade wie der Bergsteiger, der nach 10 Minuten sagt, ich kann nicht mehr. Aber das bin ich auch. So, das bin ich auch. Ich meine, du siehst ja, gut, beim Berg sieht man den Berg vor sich, das ist der Vorteil, ne? Und der Nachteil. Du kannst beim Berg nicht sagen, oh, war es das jetzt schon? Noch eine Kurve? Nee, du siehst halt wirklich, ich bin noch lange nicht da. Ja. Bei so einem Dark Souls-Boss denkst du dir, ich hab's gleich, aber da bist du nicht mal aus dem Auto ausgestiegen. Ja, wenn man das vorher wüsste, dann würde man auch nicht mitmachen. Am Anfang sind die echt einzeln gut immer machbar, ne? Traumhaft. Nils, du wurdest noch nicht einmal getroffen. Alter. Alter! Zum Beispiel, ja, okay, das war jetzt. Nein, warte! Wenigstens dieser Lanzphase, ey, das ist mein. Timing, ne? Raus jetzt. Ich spüre das. Kein Mojo mehr. Kommst du wieder rein?
Super. Super. Rein, rein, rein. Okay. Mega gut. Phase 2. Da muss man aufpassen. Warte mal. Ey. Okay, jetzt mal Blitz. Schon gefragt. Voll dem Ding. Schon oder? Mhm. Ja, ja. Okay. Aber mega starker Try. Bester Try bisher, ey. Das war super gut. Zwei Drittel. Ja, muss mehr Zucker haben. So ein kleiner. Das war mehr als die Hälfte schon vom insgesamten Kampf. Also wenn das die letzte Phase ist, vielleicht ist es nicht die letzte Phase, aber das war also wirklich Wahnsinn. Und du hast im Kampf noch gesagt, du bist raus und hast dich wieder reingearbeitet. Und das ist das, was ich so bewundere an dir. Dass selbst wenn du am Boden liegst, du drehst dich nochmal um. Dann liege ich ja immer noch. Nur auf der anderen Seite. Überzieht dann. Ach, Mann. Das sah zwischendurch richtig, richtig gut aus. Ja, naja. Hilft halt nichts, ne? Das sind halt immer so Dominoeffekte. Wenn du einen Fehler machst, dann ist es so schwer, da wieder rauszukommen, aber das ist einfach. I know, I feel you. Du hast es schon mal gespielt, so ein Game, ne? Nee. Diese Art von Spiel. Nee. Das ist das erste Mal, dass du spielst. Erstes Mal. Das ist das erste Mal, dass ich ein Souls-Spiel spiele, ja. Alter, dafür machst du es echt fantastisch gut. Hast du denn was fürs Leben gelernt aus Souls-Spielen? Also wirklich eine Lektion, die du mit... Oder war die Zeit wirklich nur Unterhaltung? Wenn man lang genug gegen eine Mauer anrennt und genug Leben zu fügen hat, irgendwann bricht die Mauer. Okay. Oder der Verstand. Ich bin gerollt, ich schwöre bei allem. Nein, wirklich, du hast es gehört. Du schwörst auf alles. Auf alles, was es gibt. Ja. Okay. Nee, jetzt machst du den dritten, ne? Naja. Ich muss einmal kurz aufstehen und irgendwas desinfizieren oder so. Ja, dieses. Den Randbereich einmal schnell. Danke dir. Ich fühle mich jetzt sicher. Wollen wir ein Fenster aufmachen oder so? Mal so ein bisschen lüften? Gibt's ja hier nicht! Schön, schöne Rolle. Ah, ein bisschen Fenster auf. Das ist halt original. Das auch noch auf Kipp. So ein ganz, ganz mini kleines. Der Rest ist hier abgeschlossen. Und die Heizung ist halt auch einfach noch auf 5. Die Heizung ist auf 5!
Was ist, wenn ich ihn aus dem Tor rausdrücke? Aus dem Nebelreich. Crash das Spiel. Lame-o. Du hast noch 8 Flasks, ist alles gut. Mann, warum schaffe ich das denn nicht? Ich sehe es genau, aber trotzdem trifft er mich immer. Ach komm, diese Scheißlanze. Nein! Ey, das war wieder so gut. Diese Scheißlanze, Mann, das ist doch so blöd. Die Lanze ist scheiße. Das ist überhaupt nicht mein Freund, diese Lanze. Weil der die halt auch. Der zieht die noch so rüber, ne? Vielleicht muss man da einfach. Manchmal ist es so komisch, weil manchmal denke ich, ja, ich weiche einfach aus und manchmal scheint es unmöglich. Du denkst dir, ich sehe genau die Bewegung, weiche aus, trotzdem trifft er mich. Ja. Es ist gemein, es ist fies, es ist eine Frechheit, es ist eine Unheimlichkeit. Was hier geschieht, sieht das eigentlich jemand, was hier passiert? Ja, das ist ja das Miese. Das kriegt ja niemand mit, was hier eigentlich schief läuft. Das ist das, was mich am meisten aufregt, dass man das Gefühl hat, man ist alleine damit. Ja, kann da nicht mal jemand irgendwie mal ein Machtwort sprechen und sagen, Freundchen, so geht es doch jetzt einfach nicht. Kommt ja schon wieder angefetzt hier, ey. Keine das ist keine Ausdauer, ja. Diese Stunt-Phasen sind manchmal echt fies, wenn man sich verausgabt und dann nicht wegrollen kann. Ja. Kann mir nicht erzählen, dass das nicht wieder von ihm Plan gewesen ist. Ich bin Geräusch, das macht eine Kampfattacke. Das muss irgendein Konfigurationsbug gewesen sein. Ja, der Controller ist auch schlecht verkabelt, so das ist manchmal überlappen da Stränge und dann geht das falsch. Was war? Ich will nicht in diesen Strahl geraten. Nee, du kannst das nicht kombinieren mit sowas. Das geht nicht. Ja. Natürlich machst du das jetzt. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich habe andere Sorgen. Ich hab heute noch Hockeytraining, lass mich in Ruhe. Wenn ihn das nicht interessiert, dass ich auch noch Hobbys hab, ne? Ja, ja. Der lebt ja nur für den Kampf, ne? Der hat ja sonst nichts. Ja, was machst du jetzt? Hab ich auch mal gehauen. Mit dem Grip. Ja, natürlich kannst du das so schnell, ist ja klar. Ah, Gift. Gift, wie er das so einstreut, ja, so kannst du nehmen. Auch Gift übrigens auch. Ach so, ja, okay. Ja, okay. Aber meinst du nicht, dass es sich bei diesem langen Kampf lohnen würde, nochmal diesen. Wir haben ja diesen einen Ring, der immer so ein bisschen wiederherstellt, ne? Meinst du nicht, dass bei dem langen Kampf sich das lohnen würde? Probier's aus. Du bist jetzt an dem Punkt, du bist über Wut hinaus. Ja, ich bin im Wahnsinn. Du bist jetzt über Wut. Witz ist, ich war schon vorhin bei dem anderen Boss zwischendurch in der Wahnsinnsphase. Ja. Durch den Sieg bin ich zurückgekommen in die Wutphase. Und jetzt bin ich. Also, obwohl die Wutphase. Ich war kurz in der Jubilierungsphase. Und dann, als du die zweite Phase. Als ich dachte, du hast gewonnen und dann kommt die zweite Phase. Ja. Da, das hat mich direkt. Das hat dich gebrochen. In die Land of Despair. Lass uns. Dann mache ich ihn schnell und dann spielen wir Eishockey, okay? Eishockey ist ja, okay. Ich bin. Ich spiele. Nimm den Boss ernst vom ersten Schwerthieb an. Ja. Ernst nehmen, man muss ihn ernst nehmen. Alles ist schwer. Auch das. Ja,
Ja, das realisiere ich immer zu spät, dass er in diesem Super-Aushol-Move drin ist. Ja, jetzt bist du in einer Heilfalle. Mann! Ich sehe es, ich spüre es, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß auch nicht warum. Warum man gegen diesen scheiß Lanze nichts machen kann. Was war das denn? Nee, das war gemein. Ja. Das ist ungefähr, wie viel Angriff wir haben. Kann ich noch einen machen? Ja, natürlich. Kann ich noch einen? Ich habe jetzt wirklich wie so ein Kasper-Korken einfach den falschen Knopf gedrückt. Wie ich einfach Kasper leider nicht den richtigen Knopf erwischt habe. Ich habe so breite Daumen, das ist echt. Das ist auch unfair von der Natur. Eigentlich müsstest du immer auch andere Pads, auch Spezialanfertigungen von uns bereitgestellt bekommen. Gibt's das denn, dass man sich den Pad eigentlich maßschneidern kann? Eigentlich müsste es so einen Scanner geben, der die Hand nach Größen und Daumenbreite und so abtastet und dann wird 3D-Drucker systematisch einfach ein richtig individueller so. Controller. Komm jetzt! Zweite Phase zumindest! Auch die Lanzenphase ist machbar, das ist alles schon okay. Ja, das realisiere ich zu spät, dass er das macht. Aber nicht direkt nach Schwert in Lanze. Das geht doch nicht. Warum ist denn die Magiephase nicht dabei gewesen?
Sensationell! Fucking Lanze! Shit, Bullshit! Du bist richtig gut drin. Mann, ich sehe es, aber ich krieg's nicht hin. Ja, Mann. Was der auch für eine... Nein. Ich habe so viel Angst. Ich habe so viel Angst davor gerade. Es ist ja nicht so schwer. Nee, einfach um. Man muss es halt einfach nur hinkriegen. Das ist einfach. Okay, wir haben was Neues gesehen. Kann ich noch einen machen? Dann darfst du so viel machen, wie du willst. Aber ich will. Weil mich nervt es, dass ich nicht in die zweite Runde komme. Pass auf, auch jetzt, ganz kurz. Ich habe Zeit, ich bin ruhig. Du kannst auch danach meinetwegen noch eine Runde machen. Konzentrier dich, du musst jetzt nicht das Gefühl haben, ich sitze dir irgendwie im Nacken und nee, so. Nee, nee, nee. Ganz ruhig, lass dir Zeit. Ja. Mach das Ganze in Ruhe. Das sah schon sehr gut aus. Ja, irgendwie habe ich die Lanzen. Das hat mein Gitarrenlehrer früher da gesagt. Weil in jedem Gitarrenstück hast du eine Stelle, die ist schwer. Da stolperst du drüber. Und da hast du Angst. Und oh nein, gleich kommt die und dann stolperst du drüber. Und er hat gesagt, du musst deine schlechteste Stelle zu deiner besten machen. Du musst sagen, das, was ich am schlechtesten kann, muss ich so lange üben, bis ich sagen kann, guckt her, hier ist meine Lanzenphase. Guckt euch an. Oh, ich hoffe, die Lanzenphase kommt. Weil die kann ich so gut, da weiche ich allem aus. Du musst deine Schwächen zu deinen Stärken machen. Du musst einfach sagen, nee, das ist meine Spezialität. Die Lanzenphase ist meine Spezialität. Viele Leute können die Magiephase besser, viele können die Schwertphase besser, aber ich kann vor allem die Lanzenphase richtig gut. Ich zeig dir jetzt, wie ich die mache. Ich kann die nämlich richtig gut. Ihr habt die richtig gut verstanden. Ich weiß. Zeig mir deine Lanze. Zeig mir deine Lanze. Ich will deine Lanze sehen. Zählt nicht. Ganz ruhig, zählt nicht. Alles gut. Weißt du, was das Schlimme ist? Kann das Leben nicht mal einer sinnvollen Dramaturgie folgen, dass wenn man mal so was Tiefgründiges sagt und dann es einfach schafft, anstatt einfach direkt auf die Fresse zu kriegen? Du, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es, es wird ein grandioser Erfolg, oder du stirbst sofort. Also entweder Comedy oder Helden. Ja, es gibt ja auch dieses Video von diesem einen Trainer von einer Fußballmannschaft, der in so einem ganz kleinen Stadtturnier oder so, aber dann so eine richtig epische Ansprache hält. So mit irgendwie Two Steps from Hell. So richtig episch, hat er richtig rausgesucht und so eine epische Ansprache mit 9-1 verloren. Aber der eine Moment, der war super. Der Motivation alleine reicht halt nicht. Du musst es halt dann auch können. Das ist das Schlimme am Leben. Ich heile mich nie wieder. Ich heile mich einfach nie wieder. Ich muss mich ja nicht heilen, wenn ich keinen Schaden kriege. Außer ich krieg Schaden. Das war super bislang. Ja, Mann. Hast ihn genödelt. Jetzt springe ich zu viel rum, jetzt habe ich zu wenig Ausdauer, jetzt kann ich nicht mehr anhalten. Du hast 10 Flasks, jetzt ganz ruhig. Nichts passiert, bislang super. Eine Magiephase ist mir scheißegal, Mann. Ist mir so egal. Du kannst nichts außer diese Lanzenphase. Du hast ihn wieder. Lanzenphase. Ey, das war. Das ist aber die ganze Panik immer in der alles so. Nein, bitte hol nicht die Lanze raus. Das war so gut. Ey, du hast. Ich bin ja der Meinung. Nah ran und versuchen so an der. Das ist schon gut. Aber wenn du dich überhaupt nicht sicher damit fühlst, ne, kannst du einfach abhauen.
Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du versuchst, an ihm dran zu bleiben. Das ist ja auch bei der Magic-Phase auch, ne? Wenn er da. Alle kein Problem, die sind alle egal, nur die scheiß Lanzenphase. Aber ich kann die richtig gut. Du musst nur richtig gucken, da ist das Timing nämlich anders als der Schwertphase. Und du hast dir dann irgendwann schon so ein bisschen den Rhythmus angeeignet. Genau. Das ist ein Rhythmusbruch. Hat mein Gitarrenlehrer mal gesagt. Auch die wäre kein Problem, wenn ich sie einfach erkennen würde frühzeitig. Und raus, raus aus dem Rhythmus. Zack. Alter, hervorragend, ey. Ja! Interessiert mich nicht deine Magiephase, ist mir egal. Sie jahrzehntelang studiert auf der Magierakademie. Für nichts ist mir einfach egal. Es interessiert mich nicht. Hunderte Bücher gewälzt, schwierige Sachen auswendig gelernt, aber es bringt dir gar nichts. Es bringt dir, vor allem das bringt dir nichts. Das ist mir doch egal. Das ist sogar ein Vorteil für mich, dein Quatsch. Gut, die Lanze. Nicht die Lanze. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ja, die kann ich besonders gut. Ja, das kann ich besonders gut. Aber du kannst, das ist super leicht. Du kannst im richtigen Moment einfach ausweichen. Und da musst du aber ein bisschen aufpassen. Und das ist das hat einfach keinen Sinn. Das ist genau das, was ich meine. Wenn du am Anfang unbedarft reingehst, dann guckst du da so an und so, wenn du reingehst mit Fuck-Lanzenphase. Du darfst da einfach, du musst da defensiver spielen. Du darfst die Aggression, die dir in den ersten Phasen geholfen hat, die hilft dir super in der Schwertphase, die hilft dir super in der Magiephase. In der Lanzenphase ist sie ein Verhängnis. Du darfst nicht so aggressiv spielen in der Lanzenphase. Du musst wirklich 2-3 Mal ausweichen und wirklich, wenn es geht, dann. Und zur Not weich halt die ganze Lanzenphase aus und lass ihn in die nächste Phase kommen. Ist doch egal. Ja, ist doch scheißegal. Du darfst halt nur nicht sterben in der Lanzenphase. Da geht's einfach nicht darum zu gewinnen, sondern da geht's darum nicht zu verlieren. Wie nennt man einen Esel, der zaubern kann? Warte. Jetzt krieg ich hin. Mag ihr? Jetzt bin ich stolz. Irgendwann wird einem schwindelig auch einfach, wenn man sich immer dreht. Aber ich finde es interessant, dass wir uns beide rechts drehen. Nie links. Wir sind beide rechts drehen. Ja. Ja, warte. Aber die Lang. Also wie geht seine letzte Phase hier eigentlich? Das ist die Frage, erinnern die Phasen nach Zeit oder nach Schaden? Ich glaube eher nach Schaden, oder? Aber jetzt ist wieder Schwert. Es ist ein Feuerschwert.
funktioniert das immer. Original, einmal zu doll ge... Ich denke, ja. Ein bisschen scheiße von ihm, dass er sich mit dem Rücken dahin stellt, wo er doch weiß, dass der Rücken ja, ja. Der Angriff ist. Ja. Du machst das einfach. Es ist ja trotzdem völlig sinnlos jetzt ohne Flask. Du hast mich. Ja, egal, wir haben was, auf das wir uns freuen können das nächste Mal. Naja, das ist der letzte Endboss, der muss schwer sein und ja. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir jetzt noch eine Woche in uns gehen können, uns nochmal sammeln können, wirklich nochmal auch durch ein reichhaltiges und erfülltes Privatleben Kraft sammeln können, absolut, um dann nächste Woche hier diesen Wüterich in die Schranken zu weisen, im weitesten Sinne, würde ich sagen. Ja, absolut richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst es, ihr seht es, dieses KAD befindet sich offensichtlich auf der Zielgerade. Für euch die Chance, jetzt nochmal zu schreiben, wie gut ihr uns findet. Bis zum nächsten Mal. Good.